machen weiter mit Aquatico hier. Drohnen haben wir in rauen Mengen, das war zu Beginn das Problem. Und wir haben die überzähligen Drohnenfabriken allerdings schön stillgelegt hier. Ein bisschen Sorgen mache ich mir, wir haben noch zu wenig Plastik. Das ist im Augenblick so das Nadelöhr. Die Plastikfabriken waren hier, optimieren, Unterhaltungskosten senken an Treibstoff und Schwämmen. Das können wir auf jeden Fall machen. Ich würde generell gerne ein paar Forschungen noch durchführen, die ein paar Optimierungen machen. Das machen wir nachher. Expeditionsloge. Oh, das macht mir Spaß. Das machen wir als allererstes mal. Da können wir gleich noch eine Expedition starten. Das ist ein ganz neuer Feature, ein ganz neuer Modus, ein ganz neues Feature hier. Etwa Rohölverhältnis zu Strom geht. Sauerstoff geht so knapp. Können wir den Sauerstofftank noch verbessern? Den Sauerstoffgenerator, ja. Produktion 20% mehr. Verbraucht weniger Strom durch die Optimierung. Noch ein Produktionsbonus. Noch ein Optimierungsbonus. Noch ein Produktionsbonus. Reicht. Rohöl. Können wir die Rohölfabrik hier vorne, die Ölplattform, Produktionsbonus. Legen wir eins drauf, sicher ist sicher. Gönnen wir uns noch ein. Überall dick im Plus. Dann ist mittlerweile der... Hier vorne läuft die Elektrizität. Ich würde es nicht vergessen, gönnen uns ja auch schon mal alle Boni, die es gibt. Auch ein dickes Plus. Funktioniert. Ja, die Entwickler haben eine Demo auf Steam, finde ich sehr lobenswert. Albert Einhorn lobt es im Chat, finde ich auch. Das ist absolut keine Selbstverständlichkeit. Das macht man auch nur dann, wenn man weiß oder denkt, mein Spiel ist gut, sonst macht man sowas nicht. Forschung läuft weiter, die Expedition starten wir gleich. Ja, Plastik ist ein Problem. Wir haben gerade viel für Plastik ausgegeben. Ich würde gerne noch mehr Plastik produzieren. Wir können auch nochmal Plastik importieren. Eine größere Menge, 700 Geld, das ist mir etwas zu viel. Wir exportieren vorsichtig ein paar Schwämme. Oh, oh, ich habe das Gefühl, wir verbrauchen mehr Batterien. Nee, stimmt nicht, Batterien ist okay. Verkaufen vorsichtig ein paar Seegurken, aber nicht zu viele. Und einmal handeln. Die andere Handelsroute lassen wir mal außen vor im Augenblick. Expeditionsloge läuft. Wir müssen dringend, bevor wir irgendwas weitermachen, die Plastikproduktion ankurbeln. So läuft das nicht. Also die Zahlen sind nicht sind vielleicht ein bisschen irreführend, weil da auch Baukosten drin sind, aber so geht das nicht. So können wir das nicht machen. Wir haben eine Plastikfabrik. Ist das die hier? Das ist die Plastikfabrik. Produziert 612. Wir brauchen noch eine zweite. Wir bauen noch eine. Und die geben, glaube ich, einen Bonus, wenn die stehen neben... Plastikfabriken in der Nähe von Drohnenfabriken produzieren 10 mehr. Drohnenfabriken standen ja 3. Wenn wir hier eine reinquetschen würden, wäre das cool. Eine weitere Plastikfabrik hier hin. Ah, die kriegen wir nicht hin. Das ist nicht bebaubar hier. Das ist zu steinig. Und hier haben wir schon alles zugebaut. Den Produktionsbonus können wir leider knicken. Hier seht ihr diese, farbigen Kreise. Da würden wir einen Bonus bekommen. Geht leider alles nicht. Kriegen wir nicht untergebracht. Müssen wir die woanders neu bauen. Ist ja nicht schlimm. Hier können wir einen noch hinsetzen. Achtung, hier machen wir, glaube ich, die Schwämme kaputt. Aber eins, das wird... Eins können wir mit Ach und Krach hier hinsetzen, aber ein paar Schwämme gehen kaputt. Ungerne. Die Wohnhäuser sind hier und hier unten. In Plastikfabriken arbeiten Drohnen. Da
brauchen auch keine, braucht man nicht unbedingt Mitarbeiter. Gehen mal hier unten hin. Da sind auch Schwämme, aber hier können wir es hinsetzen. Hier sind, glaube ich, sind hier Schwämme? Hier sind auch ein paar Schwämme, aber so ein bisschen an den Rand können wir eine hinsetzen. Hier so hin. Ein bisschen Schwamm machen wir kaputt, aber nicht viel. Hält sich sehr in Grenzen. Ja, da war nur ein Schwamm kaputt, ist der hier vorne, alle anderen bleiben. Bau läuft weiter hier. Kleidung langsam im Plus. Rohr müssen wir noch setzen. Guter Hinweis im Chat. Danke dir. Forschung. Wir machen gleich die Expeditionsstation. Mehr. Ich habe kein Plastik mehr, um die Leitung zu ziehen. Das ist jetzt bitter. Reicht nicht ganz aus. 10 Plastik, jetzt reicht's. 11. Jetzt haben wir nur 3 Plastik. Fast hätten wir die Plastikfabrik nicht anschließen können ans Netz. Krasse Augenblicke hier. Geld ist da. Und auch eine Forschung, um irgendwas zu sparen. Wir wollten gleich losgehen und das hier bauen. Die Expeditionsloge, Wachhaus ist auch erforscht. Bäume, irgendwas, wo man Geld mit sparen kann. Stahlwelt. Ja, dann produzieren wir, haben eine Werkzeugmanufaktur neben einer Eisenfabrik. Würde etwas sparen. Die frühen Forschungen sind die billigeren. Das würde ich gerne machen. Über die Meeresjägerhütte. Dann gibt es eine neue Art. Irgendwo kann man dann Haie fangen, ne? Hiermit. Damit fangen wir an. Wir wollten die Nahrungsvielfalt erhöhen. Eine Arbeitskraft hier bitte rein. Alle Werte gehen. Produktionsbonus. Massiv. So ein Arbeiter mehr. Ich hoffe, das geht dann nicht auf Treibstoff drauf. Wir machen mal einen Arbeiter mehr durch die Erweiterung. Ja, jetzt fehlt Treibstoff. Einmal Optimierung. Nochmal Optimierung. Oben Treibstoffwerte betrachten. Ja, plus minus null. Treibstoffbilanz plus minus null. Mikromanagement. So läuft's. Plus minus null beim Treibstoff. Irre. Wahnsinn. Aber ich Forschung abgeschlossen. Das war, andere Art von Essen noch. So, jetzt und wir wollten die Expeditionsstation noch bauen. Zuerst, damit ich das nicht vergesse, noch einmal diese Ernährungsgeschichte hier. Meeresjägerhütte hier. Verbraucht Sauerstoff. 50 Sauerstoff. Klar, die Leute haben Sauerstofftanks auf den Rücken vermutlich, oder? Und wer arbeitet doch eine Drohne? Und die Drohne braucht Sauerstoff. Leute, ganz schnell, Feedback aus dem Chat. Seid ihr auch der Meinung, eine Drohne, die mit einer Sauerstoffflasche auf dem Rücken Haie jagt, ist eventuell von uns ein bisschen vermenschlicht worden?
Die Drohne muss auch atmen und leben können, Leute. Ja, es gibt Tierliebe, es gibt kinderliebe Menschen, es gibt drohnenliebe Menschen. Das sind die Entwickler hier. Vielleicht sind das Hybride, heißt es im Chat. Also wir wollen Haifleisch bekommen, ja, pro Drohne. Wohin wir das setzen, ist eigentlich auch wieder Wumpe hier. Ja, warum denn nicht hier vorne? Hier einmal hin. Boah, ist nimmt das viel Platz weg. Das ist ja riesengroß hier. Ich will mal wieder keine Schwämme überbauen. Hier kriegen wir mit Ach und Krach eins hin, ne? Ja, das geht hier. Einmal hier, einmal drehen um die eigene Achse. Verbrauch Sauerstoff. Achtung, Treibstoff alle. Ja, warum denn das? Ich hatte da eben plus minus null Treibstoff. Ah, weil die Batterien alle gegangen sind und die Drohnen deshalb nicht überall arbeiten. Leute, wir müssen... Ich hab da eine Batteriefabrik irgendwo. Nein, es bricht keine Panik gerade aus hier. Wie geht's in unserer Batteriefabrik? Überall gibt's Probleme. Eine Batterie nur. Zuerst bestelle ich mal welche, bevor wir irgendwas weiteres machen. Wir kaufen mal 40 ein. Wir schwimmen in Werkzeugen. Wir können sogar Werkzeuge mal verkaufen. Bevor wir das machen, gehe ich aber erstmal oben schauen, wie das mit dem automatischen Werkzeugankauf war. Bis zu 60 werden angekauft. Okay, dann verkaufen wir unten welche. Das gibt schön Geld, 60 Stück. Wir kaufen mal ein paar Batterien auf Vorrat ein, bis die Batteriefabrik läuft. Wir haben auch viel zu viel Eisen, das können wir auch verkaufen. So, den mit allem Eisen hier weg, bitte. Und einmal handeln. Hier machen wir das auch noch einmal. Oh, Treibstoffprobleme. Wenigen doofen Batterien. Wo ist unsere Batteriefabrik? Wir müssen die Drohnen anders verteilen. Wir packen mal einen Schwammsammler. Wir deaktivieren mal einen Schwammsammler hier. Den hier zum Beispiel. Einmal deaktivieren. Zwei Drohnen mehr. Führt zu nichts. Wir hatten auch genug Drohnen. Das ist irgendwie Quatsch. Führt zu nichts. Schmeißen wir wieder an. Die Batteriefabrik, wo hatten wir die hingesetzt? Die war hier vorne. Erweiterung, Optimierung und Leute arbeiten da. Wir haben einfach zu viel verbraucht. Da müssen wir abwarten, bis wir können eine zweite bauen. Aber ich würde erstmal, wir kaufen erstmal einen hier. Noch mal 100 hier drüber. Geld ist doch da. Kaufen auf Vorrat. Verkaufen noch mal Seegurken. Schwämme. Steine haben wir im Augenblick sehr viele. Hatten wir eingesammelt. Die machen uns alles auch nur dicht hier. Einmal handeln. Treibstoffproblem ist krass hier. Das sorgt nicht dafür, dass hier nichts mehr funktioniert, aber dafür, dass es so Minus, so ein Malus gibt irgendwo. Alles läuft mit einem Minimalus hier. Überall, wo Drohnen sind. Ob man den Häusern noch was einsparen kann, wird im Chat gefragt. Das ist eine gute Idee. Isolierung 2. Ja. Wir isolieren noch mehr. Überall wird isoliert. Nein, hier leben gar keine Menschen drin im Augenblick. Ich weiß gar nicht, ob das irgendeine Folge hat. Schande, schnell rüber in den anderen Wohnturm, bitte.
Das könnte eher Folgen haben hier. Hier leben ja auch Menschen. Wo sind wir jetzt beim Treibstoff? Plus 4. Wie das eine Deal, gute Idee gerettet hat. Alles gut. Hier noch ein bisschen Isolierung. So, jetzt ist das Plastik alle. Toll. Müssen wir erstmal warten, bis Plastik kommt. Und wir wollten ja noch die Expeditionsstation bauen, Leute. Die wollten wir uns ja unbedingt noch angucken. Braucht Credits, Eisen und Stein. Unterhaltskosten 100 pro Jahr. Kundschafter koordinieren, Umgebung erkunden, Erkundungsmannschaft zusammenstellen und Expeditionen und Aufträge jenseits unserer Grenze annehmen. Das machen wir. Wohin kommt das Teil? Wer arbeitet dort? Ja, Kundschafter sind doch hoffentlich Menschen. Das wird doch deprimierend, wenn alles, wirklich alles und absolut alles nur noch von diesen doofen Robotern gemacht wird. Von den Drohnen. Hier vorne ist reichlich Platz. Da können wir ein dickes Gebäude hinsetzen. Boah, ist das ein Riesengebäude. Meine Güte. Eine Hälfte des Gebäudes muss über dem Abgrund platziert werden, weil wir im Abgrund Erkundung machen. Ei. Der mittlere Teil steht auf dem Boden als auch über dem Abgrund. Wahrscheinlich genau umgekehrt, wahrscheinlich so rum. Ja, da müsst ihr erstmal einen guten Platz finden, wo das sauber geht. Hier wahrscheinlich. Na, das nichts gegen den Lager ist zu weit weg. Hier können wir nirgendwo. Ach, wir haben zu doof gebaut. Wir müssen erstmal ein Lager irgendwo hinsetzen. Wir müssen erst ein Lager hinsetzen und dann können wir die Expeditionsloge bauen. Vorher geht das nicht. Würde ich sagen, wir bauen ein Lager in die Richtung hier hin. Achtung, das ist radioaktiv. Hier wird schwierig. Bauen wir in die Richtung runter erstmal ein Depot. Hier unten hin. Ein Haiangriff. Ich habe immer noch kein Wachhaus gebaut. Höchste Eisenbahn. Ganz schnell. Ein Wachhaus bauen. Plastik. Kein Plastik da. Leute, Haie kommen. Beiß zurück. Mehr fällt mir nicht ein. Waffen kann ich euch leider nicht geben. Batterien immer noch. Plus minus null. Aber es kommt ja gleich über Handel rein. Herzmager, ja, mit der mittleren Taste drehe ich die ganze Zeit schon die Karte. Aber danke für den Hinweis. Ein Leitungsleck. Einmal schnell reparieren. 23 Plastik. Batterien immer noch bei plus minus null. Gleich kommt's, läuft hier aber das Handelsschiff rein. Also wir haben vielleicht sogar sehr schnell, etwas zu schnell expandiert, ne? Ich gucke nochmal, ob wir irgendeine Forschung machen können, mit der wir Geld sparen. Oder irgendeine Ressource einsparen. Hier können wir noch ein bisschen mehr Geld bekommen. Stahlwelt. Und da wollten wir rein und dann zur Energiesparsamkeit. Klinikum, Expeditionslager, Wachhaus, Rettungsstation. Käfige. Thunfische halten. Dekorative Bäume. Gewerkschaftsvereinbarung. Freiwillige Reduktion aller Gehälter. Die Gewerkschaften, wenn wir Gewerkschaften haben, führt das dazu, dass die Leute weniger Geld haben wollen. Das nenne ich mal eine interessante Utopie. Wenn wir die Gewerkschaften freischalten, wollen die Leute, die sich in Gewerkschaften organisieren, von mir als Arbeitgeber weniger Geld haben. Sehr sympathisch. Finde ich sehr sympathisch. So muss es sein, aus meiner Sicht. Als Betroffener würde ich sagen, ihr wurdet verarscht. Entschuldigung.
So, Batterien sind da. In rauen Mengen. 3000 Geld trotzdem da. Wunderbar. Batterieproblem behoben. Wie sieht's mit unserem Depot aus? Ist es fertig? Ja. Eine Transträgerdrohne hin. Wunderbar. Wir erhöhen sogar noch den Stauraum, weil wir es können. Wir erhöhen überall den Stauraum. Einmal überall Stauraum erhöhen. Ich bin in großzügig. In großzügiger Stimmung hier. Das ist ein zentraler Stauraum, der darf überall erhöht werden hier. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir das Expeditionszentrum jetzt hier hinsetzen können. Ein öffentliches Gebäude bitte. Da ist die Expeditionsloge. Und? Ja, hier ist zu eng, da sind Berge. Da ist Radioaktivität, da tut's weh, einmal drehen. Da ist der Eingang. Und? Ja, da war's. Auf dem radioaktiven Tower kann man das bauen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist vielleicht keine gute Idee. Oder es gibt später Atomenergie, aber ich weiß nicht, ob unsere Leute unbedingt das lilafarben ist radioaktive Zone, ob wir das da so bauen. Das ist mir irgendwie. Das finde ich nicht so cool irgendwie. Vielleicht können wir hier unten auch irgendwo bauen. Wir sind überall hier, können wir bauen. Das nächstgelegene Lager ist zu weit, dann bauen wir da halt noch eins hin. Eins kommt hier hin. Dann bauen wir noch ein Depot ein Stückchen weiter weg. Ist das, finden wir denn wirklich keine bessere? Ich gucke mal, ob ich irgendwo einen besseren Platz finde. Das kommt mir sehr komisch vor. Finden wir nicht irgendwo doch einen besseren Platz? Das Blöde ist, hier gibt es überall so kleine Gesteinsknubbelchen. Vielleicht kriegen wir es hier hin. Das geht doch vielleicht auch. Nee, das ist unbebaubar. Das ist unbebaubar. Hier vielleicht. Alles unbebaubar hier am Rand. Das hätten wir auch nicht schaffen. Ja, wir hatten halt in der Mitte gebaut. Das ist der Preis dafür. Ich glaube, das ist wirklich das nächstgelegene gewesen hier. Hier sind auch so auch Steine hier. Da können wir nirgendwo bauen. Kriegen wir es nicht dazu. Hier kriegen wir es einmal dazwischen gequetscht. Aber ich traue dem Braten nicht. Wir machen es hier vorne, Leute. Komm. Und bauen noch ein Depot daneben hin. Ach Quatsch, wir nehmen das hier. Aber ich baue noch eins dahin. So, Forschung ist auch ausgelaufen. Die billigsten Forschungen, hatte ich ein paar Mal schon erzählt, sind die ganz zu Beginn, aber es sind nicht unbedingt die, die wir jetzt auch nutzen würden. Ne? Das wollten wir machen. Wir wollten die Meeresjägerhütte. Die können wir noch. Ja, überall mehr Nahrung brauchen wir nicht. Das ist der Verbrauch von Nahrung, wird reduziert, ist schön billig. Können noch mehr Pflanzen bauen, Straßenlaternen, das wäre natürlich hübsch. Noch mehr Leute müssen bei uns nicht leben. Das ist der Bonus für die Produktion von Werkzeugmanufakturen und da wird überall Rohstoff, Treibstoff und Batterien verbilligt. Da will ich hin. Guck mal,
Entweder sind unsere Leitung funktioniert nicht. Ich wollte schon gerade sagen, das rote Herzchen schlägt für uns, aber ich glaube, das rote Herzchen bedeutet, die Menschen sind dem Tode nah. Oder sind alle super zufrieden? Die sind super zufrieden unter unserer weisen Herrschaft. Wir machen alles richtig. Lager ist voll, Geld ist da, Credits ist da, Nahrung ist da. Werkzeug ist da, es ist sogar ein bisschen Plastik da. Ja, am Haufenweise. Selbst unsere Drohnen müssen nicht alle arbeiten. Oh, Werkzeugmanufaktur, da hatten wir was gemacht, ne? Meeresjäger, Leute. Eine Meeresjägerdrohne bitte rein. Zwei. Die soll optimal laufen. So, wir schwimmen gleich auch in Nahrung und nicht nur in Wasser. Braucht allerdings einen Anschluss hier. Hier vorne hin. Der Anschluss. Ich lasse den Platz in der Mitte mal frei. Ja, läuft. Läuft, 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 läuft. Zu Recht lobt man uns, finde ich auch, ja. Akira und Baladrin, ganz genau. Zu Recht lobt man uns hier. Hatten wir den Expeditionsdings, nee, also den will ich unbedingt noch erleben. Ich will unbedingt rauskriegen, was da Schönes passiert hier vorne. Vorne arbeite bitte eine Trägerdrohne. Hier bin ich sehr gespannt, was wir hier noch erleben werden. Was verbraucht das Ding eigentlich an Unterhalt hier? Eine Expeditions... Nur Credits. Eine Expeditionsloge, das geht hier. Noch mal Handel betreiben. Geld ist zwar genug da, aber kann man genug Geld haben? Rhetorische Frage, einzige Antwort. Nein. Also, ich bin nicht Mitglied einer Religion, die mir verbietet, nach noch mehr Geld zu gieren. Wir schwimmen in Nahrung und in Wasser, kann ich nur immer wieder sagen. Schwämme, auch wieder da. Steine, viele da. Lass uns mal ein paar Batterien auf Vorrat bauen. Einkaufen hier. Damit uns das Problem nicht nochmal widerfährt, dass wir hier Problem, dass uns die Batterien alle gehen. Wir kaufen nochmal 100 ein. Plastik ist immer knapp, wir kaufen nochmal Plastik ein. Wir kaufen nochmal Schwämme. Und einmal handeln. Einmal hier vorne bitte auch. Schwämme noch einmal verkaufen bitte. Ich kann ein paar Seegurken verkaufen. Das war zu viel. Und dann kaufen wir nochmal Plastik ein. So, wir haben die Expedition fertig. Nein! Ah, ein neuer Bildschirm. Ein Bildschirm für die Expeditionen. Und so sieht es rund um unsere kleine Welt aus. Hier sehen wir verschiedene Orte, die wir ansteuern können. Erinnert mich ein bisschen an Endzone World Apart und das ist kein schlechtes Zeichen. SOS-Signal hier vorne. Ein verlassenes Krankenhaus. Meeresschnecken. Wir gucken mal, hier, von hier können unsere Expedition starten. Das ist unser Zuhause. Ein SOS-Signal, da bekommen wir Leute, neue Leute wahrscheinlich, die zu uns hinschicken. Meeresschnecke, ja, so wurde ich damals im Schwimmunterricht genannt, zweite Klasse Grundschule. Eine bisher unbekannte Spezies von Meeresschnecken hat eine große Region in der Nähe bevölkert. Ihre Zahlen schießen in die Höhe, was das gesamte Areal zu einem neuen Biom verwandelt. Wir sollten ein Team mit Wissenschaftlern entsenden, um das zu untersuchen. Wir müssen erstmal das U-Boot besetzen, befürchte ich. Und zwar hier vorne.
3 Crewmitglieder reinpacken. Wir haben genug. Wir haben 11, die nichts zu tun haben. Oh Gott. Wir müssen sehr viele Batterien mitnehmen. Wir haben zu wenig Batterien. Wir können auch weniger Vorräte mitnehmen, weil dann müssen wir vielleicht früher zurück oder so. Wir wachen noch einen Moment ab. Das machen wir alles später. Wir müssen erst noch mal mehr Batterien uns holen. Ja. Und zwar, da wir genug Geld haben. Da sage ich mal hier vorne Bescheid. In diesem Gebäude hier, im Handelskontor. Und sag bitte, wir schmeißen mal den Verkauf vom Seegras hier raus. Steigen um auf Batterien, bitte. Und sagen bitte, alle Batterien bitte importieren. Dass wir immer mindestens 300 haben. Und dafür geben wir viel Geld aus. Ja? Weil wir haben, Geld ist ja da, Credits sind ja da. Noch, nach meiner Aktion hier nicht mehr. Gehen mal in die höhere Spielgeschwindigkeit rein. Wir bekommen auch Batterien gleich hier geliefert. Oben Sauerstoff ist knapp. Wir könnten auch, wir müssen gleich leben wir wieder mehr Leute bei uns, schon mal einen weiteren Sauerstoffgenerator bauen. Nimmt leider viel Platz in Anspruch. Können wir hier draufsetzen zum Beispiel. Und da geht es einmal hin hier. Einmal verbinden mit Rohren. Können wir hier unten rangehen. Batterien sind da. Damit können wir arbeiten. Expeditionskarte bitte. Meeresschnecken. Was ist denn sonst noch da? Hier vorne ein verlassenes Krankenhaus. Unsere Späher haben die Ruine einer illegalen medizinischen Einrichtung entdeckt. Sie gehörte vermutlich Piraten, bevor eine unbekannte Ursache einen Wasserschaden verursacht hat. Eine Tauchermannschaft könnte Arzneien bergen, ja, nur ganz wenige. Da will ich hin. Wir schicken 3 Leute rein in die Crew, geben ihnen alle Batterien mit auf Vorrat, die wir haben. Vielleicht, die müssen ja nicht unbedingt alle verbrauchen. Geben ihnen Nahrungsmittel mit. Wir haben reichlich. Ja? Noch ist nichts da. Und wir starten. Alle Vorräte sind da. Und Expedition startet jetzt bitte. Wir haben, glaube ich, zu viele Vorräte mitgenommen. Denn wer weiß, ob wir alles lagern können. Aber ich bin mal pessimistisch. Ich denke mal, die Leute dürfen nicht sterben. Jetzt warten wir, bis die angekommen sind. Fracht reduziert sich ja allmählich hier oben auch wieder. Wenn die zu Hause dann angekommen sind, dann können wir Wertgegenstände finden und nach Hause bringen, irgendwelche seltenen Waren. So funktionieren die Expeditionen hier. Es ist ein Spielfeature, das sie relativ spät die Entwickler noch implementiert hatten. 39 Tage lang ist hier alles unterwegs. Ja, läuft. Läuft gut, finde ich. Expedition, alles in Ordnung. Ich gebe euch gerne nochmal den Hinweis, falls ihr euch für das Spiel interessiert. Wir haben einen Kundengutscheincode bei GamesPlanet. Bis Mitte Februar gibt es das Spiel darüber billiger. Link darauf landet in der Textbeschreibung auf YouTube und auf Twitch. Bitte nochmal posten, liebe Chatmods. Und zugleich war's das mit Aquatico.